Hallo und herzlich willkommen, Leute, zum Halloween Special 2019. Wie jedes Jahr gibt es heute zu Halloween wieder Kategorie 1. Ich hoffe, ihr seid auch fleißig am Zündeln. Aber Leute, auch bei Klasse 1, nehmt ein bisschen Rücksicht, bevor sich die Leute beschweren. Aber denkt mal, die meisten von euch sind da ganz vernünftig. Wir starten jetzt mit ein paar Artikeln im Hellen und später, wenn es dunkel ist, kommen dann die ganzen Leuchtartikel. Und ja, wir haben eine große Auswahl an allem möglichen Zeugs und wir starten jetzt einfach mal. Ich würde sagen, erstmal hier mit ein paar kleinen Rauchbällen von Pyroland. Ich nehme eine Handvoll, du nimmst eine Handvoll, einfach zack, 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 zack. Ja, dann wirkt es auch was, Nico. Dann haben deine Zuschauer High Content. Jetzt hier beim Zündeln sind mir Pyrohub und Pyrokobold behilflich. Und ja, ich würde sagen, hau mal weg das. Genau. Au. Hat der schon mal. Gelb. Oh yeah. Schaut ganz geil aus. Ja, ist so. Ja. Oh, vor allem schönes Pink, ne? Ja. Oder was Violett? Darüber lässt sich streiten. Sehr schön. Mhm. Noch kurz aufsammeln wieder. Weiter geht's jetzt hier. Mit ein paar Spinnern, würde ich sagen. Von Leslie. Was habt ihr eigentlich für Feuerzeuge? Ja, wir hatten mal einen Brenner geben. Boah. Boah. Versucht mal ungefähr genau auf die gleiche Stelle zu werfen. Hey, der geht sogar im Gras. Springen ja richtig rum, ey. Ist da richtig was los hier? Ja, voll die fetzige Aktion. Geil. Oder wir machen direkt einen Vergleich und nehmen jetzt mal die Wondertoll. Ja, das wäre auch eine Das Idee. Sind auch solche... Von Brückhoff, oder? Brückhoff. Kürzer und dicker. Kürzer und dicker, hm? Ja. Synchron zünden. Ja, die sind irgendwie nicht so krass, oder? Ich finde die gut. Echt? Oh. Oh, oh. Ich fand sie gut. Nein, die sind so nicht schlecht. Richtig schöner Farbwechsel. Das Rot ist auch so kräftig, das ja. Finde ich echt gut. Aber die haben gefühlt nicht so viel Power, irgendwie ja, sind die ein bisschen ruhiger, wa? Irgendwie länger und ein bisschen leiser, ja. Und ein bisschen ruhiger. Genau. Black Bulls. So, Black Bulls als nächstes. Leslie Knatterbälle. Mach mal nacheinander. Genau. Also, ich fang mal an. Ja, genau. Oh, oh, ganz schön nah dran. Joa, der Hit sind sie nicht. Nee, die Feuerzeuge aber auch nicht. Die Lunden aber auch nicht. Ja. Gucken langsam rein. Ja. Oh, jetzt. Boah. Oh, okay. Ganze Oha. Drei Crackling-Sterne drin. Oh mein Gott. Wirklich nicht gut, die Dinger. Oh nee, die Zündschnur geht gar nicht. Und? Wow. Oh, der war stark. Der war gut, ja. Mit Rauchwolke. So, und als Vergleich nehmen wir dazu jetzt mal die Blitzknatterbälle von Weco. Hier geht's los. Naja. Schöne Goldpunkte. Die bratzeln halt so vor sich hin. Ich meine, nicht so der Hit, ne? Nee. Aber gehen schnell los. Naja, leider nicht so gut. So, und jetzt, genau, das alles für Nacht. Es bleiben uns noch die Knatterpeitschen von Röder. Wow. Gute Wanderung. Für den Röder? Ja. Aber ich weiß auch nicht, was ich da noch. Die laufen irgendwas weg. Die haben was gesehen. Scheiße. Halloween. Ah! Die haben Mittag.
Ja, galoppiert. Heftiges Vieh, oder? Bisschen beschäftigt, als wenn es jetzt so einen Termin hätte. Oder? Scheiße, gerade mal geschminkt. Knatterpeitsche, wir machen erst eine einzeln und dann noch zwei oder drei gleichzeitig. Ja. Ganz gut, ne? Ja, ganz gut. Jetzt lass uns mal noch so drei gleichzeitig machen. Okay, der alte Ramontika. Nee, scheiße, so geht kein Herz. Warte mal. Geteiltes Herz. Ja, wunderbar. Sehr gut. Hui. Also echt gut. Jo. Hey, hast du das gesehen? Nee, was nicht. Ja. Egal. Komm, wir machen weiter. Knallzischnur, oder? Genau, die guten Knallzischnur. Okay. Wir machen mit den nächtlichen Artikeln weiter. Wie, was ist denn? Ach egal, ich glaube, diese Knallzischnüre passen nicht so okay ins Video. Wir machen Rumpeln weiter. So Leute, es ist jetzt hier Dämmerung. Hier ist auch niemand mehr. Also alles safe. Und ja, wir schauen jetzt mal, was wir hier jetzt noch haben für die Dunkelheit. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal hier mit dem Silberwirbel. So sehen die kleinen Wirbel aus. Testen wir einfach mal. Naja, der wirbelt schon mal nicht. Gucken, ob der zweite besser wirbelt. Auch nicht wirklich. Schade. Ja, was haben wir noch? Hier. Dann machen wir mal hier einen Bonsai von Nico. So sieht das Bonsai-Teil aus. Macht richtig viel Rauch. Aber schönes Teil eigentlich. Ein paar Sachen haben wir noch hier drin. Das hat mal was mit Halloween zu tun. Geisterstunde. Also hier die Geisterlichter von Weco. So ein absoluter Klassiker. Kleines Mini-Bengallicht quasi. Für so eine winzige Größe brennen die eigentlich relativ lange. Oh, noch eins. Ja, ist halt wirklich winzig. Aber macht auch ganz gut Rauch. So, weiter geht's. Wir machen mal hier raus ein, zwei Vulkane. Oder Fontänen, wir gucken mal, was am besten ist. So, die beiden Teile habe ich jetzt mal rausgesucht. Einmal den Cybercrackling und hier noch so eine Fontäne. Fangen wir an mit dem Cybercrackling-Vulkan hier. Sehr nice, der macht ein paar Meter, das ist schon echt cool. So, und jetzt hier noch die Fontäne. Hä?
Heftig, für F1 absolut krass, ohne Witz. So, machen wir hiermit weiter. Bunte Flamme von Explode. So, also hier stehen jetzt die bunten Flammen. Ich weiß gar nicht, wie lange eine brennt. Wir fangen einfach hier mal mit der roten an. Auf jeden Fall wirklich ein schönes Rot, muss man sagen. Ja, das geht auch. So, und die anderen drei machen wir jetzt hier mal gleichzeitig. Mal gucken, ob es klappt. Oh, das sieht edel aus. Grün ist irgendwie ein bisschen klein. Aber brennt auch länger. Oh. Ja, echt nicht schlecht. Drei Sachen haben wir noch, beziehungsweise eigentlich eher fast so ein ganzes Sortiment. Fountain Assortment, ich glaube von Katan oder so ist das. Fangen wir mal hiermit an. Die Starry Skies. Hey, schöne Blüten. Machen wir direkt weiter. Stars and Color. Ja, auch sehr schön. Jetzt machen wir mal das dicke Ding hier. Das Ding heißt einfach nur Happiness. Das ging schnell. So, wie die erste, nur halt in schnell. So, und eine haben wir noch. Das ist die Flying Cranes. Boah, Vollgasblinker. Aber auch ganz cool eigentlich. So, zwei Artikel hatten wir noch nicht. Aber komm, wir machen erstmal hiermit weiter. Mit den Geysir Kaliber A von Funke. Oh, steckt noch ein Bonsai drin. Ha, wir starten mal mit Grün. Heftig, wie laut das F1 ist. Das Crackling da schon derbe. So, ich habe jetzt noch mal kurz die Location gewechselt, weil es doch irgendwie lauter war, als ich dachte. Aber den roten gibt es jetzt natürlich auch noch. Also, let's go. Oh, sehr geil. Leider hingefallen. Unglaublich, wie laut die sind, ey. Unfassbar. Ja, nicht schon wieder. So, wir sind jetzt hier im neuen Wald und ja, hier machen wir jetzt mit den letzten Artikeln weiter. Und zwar haben wir hier die Blinky. Das sind so kleine Stroboskoplichter und davon testen wir jetzt einfach mal einen. Boah, sehr hell auf jeden Fall. Okay. Was ist das denn? Hä? Hä? Let it kill you!